Hallo, Penny. Du siehst heute ja ganz besonders glücklich aus. Fliegst du gerade irgendwo Bestimmtes hin? Du machst einfach nur einen Ausflug? Das ist schön. Oh nein, es sieht so aus, als wäre da ein Feuer, Penny. Ich hoffe, Frank ist schon auf dem Weg, um zu helfen. Wo willst du hin, Penny? Meinst du, es ist sicher, in Richtung des Rauchs zu fliegen? Also, ich denke, du solltest da besser vorsichtig sein. Pass auf, Penny! Oh nein! Penny, alles in Ordnung? Du siehst sehr dreckig aus. Vielleicht solltest du mal Tom besuchen. Er sollte dich wieder sauber kriegen. Hallo, Tom. Penny, das Flugzeug würde dich gerne mal besuchen. Kann sie auf der Straße landen? Penny ist aus Versehen durch Rauch geflogen. Meinst du, du kannst sie sauber kriegen? Das ist großartig. Am besten folgst du Tom, Penny. Okay, Penny. Bist du bereit, sauber gemacht zu werden? Dann fang mal an, Tom. Was kommt als nächstes, Tom? Oh, ich verstehe. Wow, Penny, du siehst wieder sauber aus. Dann sollten wir dich jetzt wohl trocknen. Bist du bereit zum Abheben, Penny? Wie fühlt sich das an, Penny? Es fühlt sich so an, als würdest du fliegen? Oh, schau. Du bist trocken. Denkst du, Penny ist jetzt sauber genug, Tom? Ich denke, du hast recht. Sie sieht sehr sauber aus. Vielen Dank, Tom. Gut gemacht, Tom. Und auch gut gemacht, Frank. Das nächste Mal hältst du dich besser fern von Feuern, Penny. Bis zum nächsten Mal. Hey Leute, was habt ihr vor? Raser fangen? Das hört sich spaßig an. Oh oh. Pass auf! Ach du liebe Güte. Keine Sorge, Klein Matt. Toms Autowaschanlage wird dich in 0, nichts wieder sauber haben. Dann kannst du deinem Vater weiterhelfen. Komm schon.
Hier sind wir schon. Fahr nur rein, Klein Matt. Tom kümmert sich um alles. Also Tom, was meinst du? Es gibt so viele Möglichkeiten zum Saubermachen. Ich frage mich, wofür der wohl ist. Viel Spaß! Das ist fantastisch! Was kommt als nächstes, Tom? Interessant. Bereit für die nächste Station, Klein Matt? Auf geht's! Jetzt bist du auf jeden Fall sauber. Zeit zum Abspülen und Trocknen? Alles klar. Zeit, sich abzuspülen, Klein Matt. Du siehst perfekt aus. Wie fühlst du dich? Gute Idee. Schauen wir bei deinem Vater vorbei. Hey Harvey, du bringst ein Geschenk? Das ist aber nett von dir. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bleib sauber, Klein Matt. Tolle Arbeit heute, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Amber. Musst du zu einem Notfall? Du bist dreckig überall, Amber. Alles in Ordnung? Wie bitte? Du hast mit Carrie Pfannkuchen gegessen und hast aus Versehen den Sirup umgekippt? Ach, Unfälle passieren, Amber. Jeder kann mal ungeschickt sein. Du fährst besser schnell zu Toms Autowaschanlage. Sirupflecken können mit der Zeit ziemlich eklig werden. Oh, es sieht so aus, als würde an diesen klebrigen Sirupflecken jede Menge Dreck hängen bleiben, Amber. Hier sind wir auch schon, Toms Autowaschanlage. Tom hat deine Sirene gehört, Amber, und er ist auch der Meinung, dass du auf jeden Fall eine Notfall-Autowäsche brauchst. Er hofft, du hast wenigstens die Pfannkuchen genossen. Was kommt als erstes, Tom? Wasserstrahlen, um den Müll zu entfernen. Das wäre getan. Nun müssen wir diese Sirupflecken abbekommen. Du denkst, Tom müsste eine Spezialseife benutzen? Du hast recht. Du musst gründlich sauber sein, wenn du im Krankenhaus ein- und ausfahren willst. Gute Idee, Tom.
Benutze deinen Spezialschwamm mit der rauen Seite. Siehst du, so funktioniert es. Wir müssen sicher gehen, dass auch das kleinste bisschen Sirup entfernt wird. Wirst du das schwere Gerät benutzen, um Amber sauber zu kriegen, Tom? Jetzt kommt die richtig gute Seifenlauge, Amber. Fühlt sich gut an, oder? Okay, Zeit, diese Schmutzflecken zu entfernen. Was kommt als nächstes, Tom? Bereit, Amber? Kitzelt das? Zeit, den Schaum abzuspülen. Jetzt wird die Trocknung eingeschaltet. Es ist entspannend, wenn man so trocken gepustet wird, nicht wahr, Amber? War's das jetzt, Tom? Ist Ambers Reinigung beendet? Gute Idee. Ein bisschen Politur wäre nett, damit sie glänzt, wenn sie ihre Patienten besucht. Wow, Amber, du glänzt aber. Du siehst brandneu aus und keine klebrigen Sirupflecken mehr auf dir. Amber sieht toll aus, Tom. Vielen Dank für alles. Tom denkt, du solltest dich eine Weile von Pfannkuchen mit Sirup fernhalten, Amber. Tschüss alle zusammen, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Hallo Rocky. Übst du den Start? Sehr gut. Viel Spaß. Das sieht gut aus. Oh oh. Ach du liebe Güte. Was für eine Schweinerei. Wir bringen dich mal besser zu Toms Autowaschanlage. Also, da sind wir, Rocky. Folge Tom. Er bereitet dich vor.
Okay, Tom. Wie ist diesmal dein Plan? Bitte schön. So ist es schon viel besser. Was kommt jetzt? Sehr schön. Bereit für eine Tiefenreinigung, Rocky? Sehr schön. Perfekt. Jetzt wirst du abgespült, um die Seife zu entfernen. Du bist fast fertig, Rocky. Wow, Rocky, du siehst sogar besser aus als vorher. Vergiss nicht deine Süßigkeit. Und jetzt zurück zum Starttraining? Großartig. Tschüss, Tom. Vielen Dank für deine Hilfe. Tschüss, Rocky. Guten Flug. Tschüss, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Steve. Mhm. Das machst du wirklich toll, wie du die Straßen in Car City so schön glatt machst. Mhm. Was ist denn los? Mhm. Da ist überall klebriger Teer auf deiner Walze? Mhm. Ach du liebe Güte. Mhm. Da fahren wir mal schnell zu Toms Autowaschanlage, um dich sauber zu kriegen. Mhm. Ach du liebe Güte, Steve, schau dir all den Dreck an, den du hinterlässt. Hinter dir. Hoffen wir, dass Tom schnell für dich Zeit hat. Hallo Tom. Steve ist voll mit klebrigem schwarzem Teer. Kannst du ihm dabei helfen, ihn sauber zu kriegen? Das kannst du? Großartig. Dann fahren wir mal rein. Was kommt als erstes, Tom? Die Wasserstrahlen? Okay, dann schalt sie mal ein. Wasserstrahlen, um die oberste Schicht von Staub und Schmutz abzuspülen. Was ist denn los? Du meinst, kaltes Wasser wird all den klebrigen Teer nicht abspülen können? Naja, hast du eine andere Idee? Heißes Wasser? Großartige Idee. Mal schauen, ob das klappt. Sollen wir auch Seife benutzen? Welche Seife? Extra starke? Schließ deine Augen, Steve. Du willst bestimmt keine Seife hineinkriegen. Jetzt kannst du sie wieder öffnen. Bereit für den nächsten Teil der Autowäsche? Du bist bereit? Okay, dann geht's los. Mm.
Jetzt kommen die Bürsten. Wie sieht das aus, Tom? Du meinst, wir müssen Steve noch härter schrubben? Okay, Tom, dann leg mal los. Keine Sorge, Steve. Tom geht nur sicher, dass du diesen schwarzen, klebrigen Teer loswirst. Wow, Steve, ich habe dich noch nie so sauber gesehen. Kannst du schon wieder zurück an die Arbeit? Toll gemacht, Tom. Pass auf, dort ist Teer. Oh, das war knapp. Bis bald, Steve. Vielen Dank, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Ben. Einen harten Arbeitstag gehabt? Sieht so aus, als könntest du eine Wäsche vertragen. Oh nein, Ben. Jetzt brauchst du aber wirklich eine Autowäsche. Lass uns zu Tom fahren. Ich habe gehört, er hat gerade ein neues Geschäft eröffnet. Eine Autowaschanlage. Hallo Tom, schau mal, du hast einen Besucher. Auf geht's. Tom, Ben, seid ihr bereit? Als erstes sprühen wir Ben mit Wasser ein. Jetzt brauchen wir Seife. Waschwalzenzeit. Was kommt als nächstes, Tom? Okay, die Bürsten. Lass uns Ben abspülen. Wow, Ben, du siehst brandneu aus.
Vielen, vielen Dank, Tom. Ich denke mal, du kannst jetzt nach Hause fahren, Ben. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Sieht so aus, als gäbe es ein Feuer in Car City. Und dieses Feuerwehrauto, das gerade seinen Schlauch einrollt, sieht aus wie Frank. Nur in einer anderen Farbe. Oh, du bist es, Frank. Aber so voll Ruß bist du kaum zu erkennen. Was? Du willst eigentlich zu einer Party? Dann solltest du schnell zu Toms Waschanlage. Hey Tom, hat deine Waschanlage heute offen? Großartig. Frank möchte nach auf eine Party, aber er ist dreckig, nachdem er einen Brand gelöscht hat. Denkst du, du kriegst ihn sauber? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bereit für die Wasserstrahlen, Frank? Wasserstrahlen für den groben Schmutz. Ach du liebe Güte, um diesen Ruß abzukriegen, brauchen wir mehr als Wasser. Gute Idee, Tom. Seife sollte helfen. Also, jetzt siehst du schon ein bisschen sauberer aus, Frank. Aber dieser Ruß ist wirklich hartnäckig. Aber keine Sorge, Tom wird dich schon rechtzeitig für die Party sauber kriegen. Bereit für die Schwämme, Frank? Es funktioniert. Mit den Schwämmen bekommen wir den Ruß weg. Jetzt noch ein paar letzte Stationen, Frank, und du bist fertig. Bleib einfach, wo du bist, Frank. Tom schaltet die Trocknung an. Hast du noch Zeit für eine kurze Politur, bevor du zur Party musst? Frank, du siehst fantastisch aus. Du glänzt ja richtig. Tom hat da noch etwas für dich, Frank. Oh, wie entzückend. Eine Fliege. Jetzt bist du aber bereit für die Party. Gut gemacht, Tom. Du hast wirklich eine tolle Autowaschanlage.